Wie redest du die meiste Zeit mit dir selber? Ist dir das schon mal aufgefallen? Hast du schon mal beobachtet, was so in deinem Kopf vor sich geht? Oft reden wir sehr negativ über uns selbst. Wir sind nicht gut genug. Wir werden das und das nie erreichen. Dafür bin ich nicht der Typ. Wie kannst du in dein Leben Gutes ziehen, wenn du solche inneren Dialoge führst? Wenn du so redest, dann ist das nicht gut. Heute fängt ein neuer Tag an. Heute ist ein neuer Tag. Heute ist der Tag, an dem du damit beginnst, ein freudiges, erfülltes Leben zu erschaffen. Heute ist der Tag, an dem du all deine Begrenzungen fallen lassen kannst. Du kannst dein Leben zum Positiven wandeln. Die Werkzeuge dafür hast du bereits in dir. Diese Werkzeuge sind deine Gedanken und deine Überzeugungen. Ich zeige dir hier, wie du diese Werkzeuge nutzen kannst, um deine Lebensqualität zu verbessern. Für diejenigen unter euch, die mit den Vorteilen von positiven Affirmationen nicht vertraut sind, möchte ich sie kurz erklären. Eigentlich ist alles, was wir sagen oder denken, eine Affirmation. Wenn wir uns mal überlegen, was wir den ganzen Tag so sagen oder automatisch denken, dann ist vieles ziemlich negativ und schafft keine guten Erfahrungen für uns. Wenn wir unser Leben zum Besseren verändern wollen, dann müssen wir unser Denken und Sprechen verändern. Wir müssen es auf positive Muster umstellen. Eine Affirmation öffnet dazu den Weg. Sie ist ein Startpunkt zur Veränderung. Im Wesentlichen sagst du dir und damit deinem Unterbewusstsein: Ich übernehme die Verantwortung. Ich weiß und ich bin mir absolut bewusst, dass ich etwas tun kann, um mich zum Positiven zu verändern. Wenn ich von Affirmationen spreche, meine ich damit, dass du bewusst Worte wählst, die dir helfen, etwas aus deinem Leben zu entfernen oder Neues in deinem Leben zu schaffen. Diese Worte kannst du dir entweder durch Affirmationen auf unserem Kanal anhören oder deine eigenen Worte verwenden. Worte, die du für dich selbst auch glauben kannst. Du kannst zum Beispiel eine Liste mit deinen eigenen persönlichen Affirmationen erstellen. Zu Beginn kann es auch sehr nützlich sein, den Prozess zu beschreiben. Wie zum Beispiel: Ich werde von Tag zu Tag immer ein Stück glücklicher. Anstatt: Ich bin glücklich mit jeder Phase meines Lebens. Jeder Gedanke, den du denkst und jedes Wort, das du sprichst, ist im Grunde genommen eine Affirmation. Wenn wir in Gedanken oder laut mit uns selbst sprechen, dann ist dieses gesamte Gespräch mit uns selbst ein einziger Fluss an Affirmationen. Du verwendest praktisch jeden Moment Affirmationen, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Du bekräftigst und erschaffst deine Erfahrungen im Leben mit jedem Wort und jedem Gedanken und jeder folgenden Emotion. Was wir schon oft angesprochen haben, das, was du deine Überzeugungen oder deine Meinungen nennst, sind lediglich gewohnheitsmäßige Denkmuster, die du früher oder als Kind gelernt hast. Viele von ihnen funktionieren wahrscheinlich hervorragend für dich. Andere Ansichten schränken aber vielleicht deine Fähigkeit ein, genau die Dinge zu erschaffen, die du dir wünschst. Wobei man Folgendes unterscheiden muss: Was du dir wünschst und was du glaubst, dass du es verdienst, kann sehr unterschiedlich sein. Ich wiederhole das nochmal. Was du dir wünschst und was du in deinem Inneren glaubst, dass du es verdienst, kann sehr unterschiedlich sein. Wenn du dir ein Haus und einen Partner oder eine Partnerin wünschst, ist das eine Sache. Aber glaubst du in deinem Inneren auch wahrhaftig daran, dass du das erstens wirklich willst und zweitens wirklich verdienst? Du musst auf deine Gedanken achten, damit du damit beginnen kannst, diejenigen zu eliminieren, die dir Erfahrungen bescheren, die du in deinem Leben nicht haben willst. Mach dir klar, dass jede Beschwerde eine Bestätigung für etwas ist, von dem du glaubst, dass du es in deinem Leben nicht haben willst. Jedes Mal, wenn du wütend wirst, bestätigst du, dass du mehr Wut in deinem Leben haben willst. Jedes Mal, wenn du dich wie ein Opfer fühlst,
bestätigst du, dass du dich weiterhin wie ein Opfer fühlen willst. So, nun heißt das nicht, dass wir von jetzt auf gleich nicht mehr wütend sein dürfen, weil dann sofort Unheil über uns hereinbricht oder ähnliches. Wenn wir so anfangen zu denken, dann geht das ins Gegenteil über und wir werden zwanghaft oder wir verdrängen negative Gefühle oder Gedanken. Und das kann es auch nicht sein. Nein, es geht darum, dass du deinen Verstand kultivierst. Ich sage absichtlich kultivieren und nicht kontrollieren. Kultivieren bedeutet, du lernst Schritt für Schritt und vielleicht auch über längere Zeit deinen Verstand, dein Denken, deine Gefühle so zu machen, dass es erst gar nicht mehr oder immer seltener zum Beispiel zum Wütendwerden kommt. Das geht nicht von heute auf morgen. Heute fange ich an. Morgen kann es sein, dass ich wütend werde. Okay. Nächsten Monat kann es noch sein, dass ich plötzlich stocksauer werde. Aber mit positiven Gedanken und Affirmationen und einer positiven Lebensführung immer und immer wieder wird das mit der Übung weniger. Und ja, es ist eine Übung. Das heißt, man setzt sich jeden Tag ein paar Minuten, am besten vorm Schlafengehen oder nach dem Aufwachen hin und meditiert zum Beispiel über Mitgefühl oder Toleranz oder über Dankbarkeit. Und dabei ruft man bewusst Situationen in seinen Gedanken hervor, die Mitgefühl, Toleranz oder Dankbarkeit in einem auslösen und sitzt mit diesem Gefühl dann ein paar Minuten. Hierzu haben wir auf unserem Kanal ein paar Videos, schau dich nur um. Wenn du das Gefühl hast, dass das Leben dir nicht das gibt, was du dir wünschst, dann ist es sicher, dass du nie die guten Dinge haben wirst, die das Leben anderen gibt, bis du deine Art zu denken und zu reden änderst. Sadhguru erzählt hierzu ein schönes Beispiel von einer Frau, die im Zweiten Weltkrieg von ihrem Bruder getrennt wurde. Vor der Trennung hatte sie aber noch Streit mit ihm und ihre letzten Worte waren sehr rau. Das ging ihr sehr nach und sie beschloss ab diesem Zeitpunkt mit allen Menschen so zu reden, als ob es das letzte Mal wäre. Und sie hatte ein wundervolles Leben. Denn diese Achtsamkeit auf ihre Worte zu jemandem hatten positive Konsequenzen, die sich wundervoll auf ihr gesamtes Leben auswirkten und auf das Leben anderer. Auch das Gefühl der Dankbarkeit zu kultivieren ist sehr nützlich, denn hier stellt man seinen Verstand auf Fülle ein, die man hat. Das können zunächst Kleinigkeiten sein, aber es macht einen riesen Unterschied im Denkmuster und in dem, was du anziehst. Du bist kein schlechter Mensch, weil du so denkst, wie du denkst. Du hast nur nie gelernt, wie man denkt und spricht. Die Welt beginnt gerade erst zu lernen, dass unsere Gedanken unsere Erfahrungen erschaffen. Generationen bringen der nächsten Generation das bei, von dem sie glauben, dass es das Beste sei. Deine Eltern haben dir beigebracht, das Leben so zu betrachten, wie ihre Eltern es ihnen beigebracht haben. Also liegt niemand falsch. Es ist, wie es ist. Aber du bist hier. Gewillt, an der Kreuzung es zum Positiven zu verändern. Es ist an der Zeit, dass wir alle aufwachen und anfangen, unser Leben bewusst so zu gestalten, dass es uns gefällt und uns unterstützt. Du kannst es schaffen. Das Sprechen und Hören der Affirmationen ist nur ein Teil des Prozesses. Was wir für den Rest des Tages und der Nacht tun, ist noch wichtiger. Das Geheimnis, damit deine Affirmationen schnell und beständig wirken, besteht darin, die Atmosphäre vorzubereiten, in der sie wachsen können. Affirmationen sind wie Samen, die in den Boden gepflanzt werden. Schlechter Boden, schlechtes Wachstum, fruchtbarer Boden, üppiges Wachstum. Je mehr du dich dafür entscheidest, Gedanken zu kultivieren, die dir ein gutes Gefühl geben, desto schneller wirken die Affirmationen. Denke glückliche Gedanken. Es ist eine Übung und mit der Zeit wird man darin immer stärker und es ist machbar. Die Art und Weise, wie du dich entscheidest zu denken, ist genau das. Eine Entscheidung. Alles Gute.